Und das soll er uns jetzt heute auch beweisen. Ne? Aber Claudio, herzlich willkommen. Es sind wenig Leute, aber es sind die Besten, die kommen konnten. Danke vielmals. Ich fühle mich wirklich geehrt. Und eben, ihr habt hier schon sehr namhafte Damen und Herren gehabt. Und Teil von dieser Runde zu sein, das ist wirklich sehr, sehr toll. Danke vielmals für diese Möglichkeit. Und wir danken dir auch sehr. Und austauschen mit dir, das war wirklich sehr, sehr spannend. Das hat mir riesig gefreut. Das hat mir riesig gefreut, wie du mich da verstanden hast. Und ja, das finde ich ein großes Kompliment. Danke noch einmal. So, und ganz, ganz wichtig ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass wir jetzt künftig in Liechtenstein ganz bekannt sind. Ach, wir sind international. Und zwar werden wir hier auch erwähnt mit dem Philosophischen Salon in Frankfurt am Main. Und dass der Flade uns hier die Ehre gibt. Also. Wow, jawohl. Das müssen wir wieder schreiben hier auch. Wenn wir hier das erste Mal machen. Aber das hat uns Geld gekostet, also okay. Naja, wir haben es ja, oder? So ist es. Natürlich möchte ich auch mich recht herzlich bei meinem guten Freund Jürgen Scheiter bedanken. Ich weiß nicht mehr, ich erinnere mich nicht mehr genau, wann wir das erste Mal in Kontakt getreten sind. Keine Ahnung, irgendeine Internetgeschichte, irgendeine Social Media Geschichte, glaube ich, war das. Und das war vielleicht vor 10 Jahren oder so. Wir haben uns aber vor einem Jahr das erste Mal live getroffen und haben so einen kleinen Auftritt in Liechtenstein gehabt. Und es freut mich riesig sehr, dass die Chemie, wir haben gedacht, dass wir uns verstehen und dass die Chemie stimmt, aber solange man sich wirklich nicht in die Augen schaut, weiß man nicht so genau. Und diesmal hat es auch funktioniert. Danke vielmals. Ja, ich habe etwas sehr Interessantes zuerst mal für Sie. Liebe Grüße aus Liechtenstein von meinem guten Freund Dr. Thomas Ernst Wanger. Hat sich gemeldet bei mir. Genau, er wird auch hier auftreten, wie ich weiß. Er hat mich gebeten, euch Folgendes vorzutragen. Lieber Vlado, wünsche dir gute Reise nach Frankfurt und viel Erfolg bei deinen universellen Friedensbemühungen, die nur durch Kunst und Kultur und Weltenbürgerschaft verwirklicht werden können. Dr. Hans-Dieter Pflug und Jürgen Schrenzer bitte ich, einen lieben Gruß auszurichten, der mich ebenfalls zu einem Vortrag in den Philosophischen Salon für den 1. Juni zum Thema vom Handschuh zur Emanzipation von Frau und Mann nach Frankfurt eingeladen hat. So, so nett wie ich bin, habe ich sehr gerne diese Botschaft vorgetragen. Gut, hier geht es um ein interdisziplinäres Work in Progress Projekt namens Spiralkanäle. Und alles, was dahinter steckt, und das ist eine wirklich große, spannende Geschichte, die ich angefangen habe zu entwickeln und realisieren 2004 in Estland. Das ist so eine vielschichtige Angelegenheit. Ich verstehe das Ganze als künstlerisches Projekt, aber das sind sicher drin auch andere Facetten. Gut, Spirale, das ist so nichts Neues. Symbol wurde in jeder Epoche überall zum Ausdruck gebracht. Universum selbst, Mikro- und Makro-Universum selbst hat diese Form. So gesehen ist das vielleicht ja, keine große Besonderheit. Ich traue mich aber zu denken und behaupten, dass sich rundherum doch eine eigenständige, originelle Geschichte natürlich
basierend auf meinem globalen Netzwerk der, der Kreativen und Künstlern geschaffen habe. Ich werde versuchen, das in diesem Beispiel hier zu beweisen. Also jede Folge, Sie müssen sich vorstellen, jede Folge schon los. Herzlich willkommen. Noch wir fangen doch mal von vorne an, ist doch eigentlich habe ich mir jetzt erinnert, dass ich mich zuerst mal vorstellen das wollte. Mal, genau. Ich ist nur mein Gast, Maria sitzt. Das hier da hinten ist auch noch Platz. Ja. Oder? Wo ist noch frei? Das ist so? Überall. Da hinten ist noch frei, komm. Hey, komm. Genau. So, Heidel, komm zu mir. Das ist gerade jetzt gut. Super. Ein Philosoph für die Lüge. Eigentlich habe ich im Sinne gehabt, diesen Vortrag anders anzufangen. Und das ist gerade gut. Ich wollte mich vorstellen, weil ich glaube, es ist schon, ja, gut. Es ist sehr interessant und wichtig zu wissen, wie ich diesen Weg angefangen habe zu gehen. Ich wurde 1963 in Kroatien geboren. Ich bin ein kleiner Bauernsohn. Wurde bei meinen Großeltern groß. Meine Großmutter hat sich sehr bemüht, mir etwas von Liebe, Ethik und Moral am Weg zu geben. Einiges hat ihr gelungen, nicht alles halt. Von dem Großvater habe ich so einiges vom Zweiten Weltkrieg, Geschichte gehört und so. Ich habe Schule für die angewandten Künste in Zagreb beendet als Maler. Ich habe so künstlerische Ausbildung. Später habe ich alle möglichen Techniken ausprobiert, aber eben das Zentrale ist und so etwas wie mein Lebenswerk Spiral Channel, Spiral Kanäle Projekt. Irgendwann, es war glaube ich 1989, stand ich in der Mitte im Zentrum von Zagreb mit meinen Lehrern. Hände in leeren Hosentasche habe ich gedacht, was ist jetzt da los? Also ich habe keinen Job mehr gehabt und das ist, ich war 25 glaube ich. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, wenn ich etwas in meinem Leben erreichen möchte, es wäre toll, wenn ich das mit der Kunst erreichen kann. Und das war mir klar damals, dass es nicht möglich ist in ehemaliger Jugoslawien. Und eben, das war 2 Jahre vor dem Anfang des Krieges und da habe ich schon so Inhalt der Sprache, meine Muttersprache habe ich nicht mehr bestens verstanden, weil da hat man auch von gewissen Möglichkeiten gesprochen, die dann später auch waren und das konnte ich nicht mehr verstehen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, also dann gehe ich halt. Wohin soll ich gehen? Okay. Ja gut, dann gehe ich nach Schweiz, weil meine Mutter hatte dort 20 Jahre lang gearbeitet und so war ich direkt oder indirekt mit der Schweiz durch sie verlinkt. Und so hat sich diese Geschichte weiterentwickelt. Da habe ich 1991 die Chance bekommen, um eine erste Ausstellung in St. Gallen zu bekommen, zu organisieren und da habe ich meine Bilder ausgestellt und werde versuchen. Ja, bisschen lauter, wenn es geht. Ja. Vielen Dank. Also 1991 habe ich erste Ausstellung in St. Gallen gehabt. Das war eine kleine Ausstellung und in der Zeitung habe ich ein paar Worte zu meiner Ausstellung gelesen und da habe ich gedacht und laut geschrien. Niemand mehr kann mich stoppen. Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, übrigens, und ein bisschen Englisch nur. Und das hat mich tatsächlich so was von motiviert, dass ich an mir selbst sehr gearbeitet habe. Ich habe auch
immer wieder geschrieben und die Sprache war mir sehr, sehr wichtig. Also dann habe ich Gas gegeben, um Deutsch zu lernen. Und Deutsch in der Schweiz zu lernen, das ist nicht so einfach. Am meisten habe ich gelernt durch Übersetzungen von meinen Texten aus Kroatischem ins Deutsche oder umgekehrt. Und da habe ich mich schon getraut, irgendwelche Vorträge zu besuchen bei wichtigen Germanisten und Fachbuchautoren und so weiter. Und da habe ich angefangen, meine Gedichte auch zweisprachig vorzutragen, immer original auf Kroatisch und Deutsch. Dann mit der Zeit habe ich auch Originale auf Deutsch geschrieben und dann ins Kroatische übersetzt. Und 2004 habe ich mich mit dieser Idee beworben in Estland zu einem Kunstsymposium. Bis dann habe ich nicht so gearbeitet, das ist eine Art von Landarte. Und das war irgendwie anerkannt und das gab ein Thema, mit dem ich gearbeitet habe, und das Thema war Isolation. Also, vor dem ich irgendwo in Reise und meinen Spiralkanal im Freien ausgrabe und obendrauf eine Installation baue, lade ich meine Künstlerkollegen und Kreativen weltweit mir ihre Beiträge zu einem bestimmten eben Thema zu senden. Das bearbeite ich, daraus werden dann, zuerst bekomme ich digitale Informationen, die ich wiederum in kleinformatige physische Arbeiten umsetze und dann nehme ich es mit. Ich nehme die Teil dieser Energie, die sie mir senden, mit und sie sind Teil von dieser Geschichte. Ich stelle diese Werke dann dort aus, promote sie mit, weil sie unterstützen das Projekt. Also es sind immer so Win-Win-Situationen, glaube ich. Okay. Wir haben mit der Zeit auch einen kleinen Verein namens Spiralkanäle Förderverein in Liechtenstein. Da gibt es eine Verlinkung zur Projektseite. Also ich bin auch sehr aktiv in diesen virtuellen Räumen, weil es wird immer so gearbeitet. Zuerst in realen Räumen und dann in virtuellen Räumen und dann wieder in realen. Und da gibt es so eine Welle. Und Welle ist bekanntlich Teil einer Spirale. Wieder. Ja, das habe ich gesagt. Davon habe ich erzählt, nicht wahr? Ja, genau. 89 in der Schweiz. Ja. 93 kam ich endlich nach Liechtenstein. Also Liechtenstein ist etwa 60 Kilometer von St. Gallen entfernt. In St. Gallen habe ich gelebt in der Schweiz. Nach Liechtenstein bin ich gekommen, weil meine erste Gattin eine echte Liechtensteinerin ist. Ich bin heute ein eingekaufter Liechtensteiner. Ja. Und seit 2003 arbeite ich auch im Teilzeitpensum im Liechtensteinischen Landesmuseum. Wenn Sie Liechtenstein einmal besuchen, dann werden Sie mich hoffentlich auch im Landesmuseum besuchen. Ich zeige es Ihnen gerne. Ja. Ich habe ganz viele Ausstellungen, an ganz vielen Ausstellungen und Kunstsymposien mittlerweile genommen in mehr als 10 Ländern Europas, aber auch in China war ich zweimal, in Südkorea, in Vereinigten Arabischen Emiraten, in Los Angeles war ich
Kirgisistan, Jordanien, Ägypten. Und manchmal, wenn ich zu Hause bin und wenn ich den Film zurückdrehe und mich erinnere an diesen Rahmen, die ich hatte, bei mir in einem kleinen Dorf, Kroatien, und ja, ohne irgendwelche besonderen Unterstützungen von irgendjemandem, mhm. wie sich das alles so entwickelt hat und niemand hat in mich geglaubt, ein Künstler zu sein, also bitte, was soll das, also, was willst du später machen, habe ich auch nicht gewusst und dann habe ich mir getraut, das noch laut zu äußern, um Gottes Willen. Und gerade das, dieser Traum hat mich aber soweit doch dann gebracht. Das sind natürlich diese Erfahrungen, diese eigenen Erfahrungen, das bereichern einen ungemein. Also ich meine, alle Informationen sind willkommen, aber nur eigene Erfahrungen zählen, glaube ich. Oder? Weil, wissen Sie, zum Beispiel letztes Jahr, als ich in Vereinigten Arabischen Emiraten war, mein guter Freund ist Direktor des Kunstcollege an amerikanischen Universität. Das sind so gewisse Informationen, wo ich selber nicht mehr weiß, ey, ist das, stimmt das überhaupt? Ist das wahr? War ich dort? Oder sind das irgendwelche Parallelerscheinungen, Welten? Ich weiß es nicht. Und wiederum, ihn habe ich kennengelernt in Sofia 2003, weil ich Stipendiate des Kulturbeirats der fürstlichen Regierung war. Und dadurch konnte ich reisen. Und das ist so, ich kann das gar nicht mehr in Worte fassen. Darum male ich mal. Darum entwickle ich Kunstprojekte. Eben davon habe ich auch erzählt. Genau. In diesem Jahr war ich in Indien auch, war Teilnehmer an einer internationalen Art Meeting in Pilani in Rajasthan, an einer Universität. Und durfte ich auch dieses Projekt vorstellen. Interessant ist es auch, dass ich habe viele Leute durch dieses Projekt kennengelernt. Sie sind auch irgendwie, sie wissen auch nicht, warum sie gerne Teil von dieser Geschichte sind, aber sie fühlen sich wohl dabei. Also wir haben verschiedene Ebenen, wie wir uns verständigen, wie wir die andere verstehen, wie wir die Welt wahrnehmen und ich habe in der Slowakei sowas Nettes erlebt, ich glaube, du hast auch davon geschrieben und die Freude. Das sind solche Geschehnisse, die sie dort an Ort entstehen, das ist nicht geplant. Und da stehen plötzlich 100 Leute und sind Teil davon. Und alle freuen sich irgendwie. Und erzählen mir auch von positiver Energie, ohne dass ich sie etwas gefragt habe. Das ist. Jetzt habe ich hier, das habe ich eingebaut, weil ich wollte euch auch die Webseiten zeigen, aber das wird ein wenig so technisch, glaube ich, kompliziert. Also zuerst haben wir in 2004 gearbeitet in Estland, dann 2005 in Serbien. Für mich, als einen gebürtigen Kroate,
war das natürlich wiederum eine sehr, sehr spannende und eigenartige Geschichte, mhm. weil ich nie zuvor in Serbien war. Und Sie wissen, ja, vor kurzem haben wir so schreckliche Geschichte gehabt. Und ich bin so glücklich, dass ich dort war, weil eben, ich habe mich dort zu Hause gefühlt. Wieder. Also zu Hause im Sinne von, dass die Menschen, die ich dort begegnet habe, mich so gut aufgenommen haben. Vielleicht auch wegen der Geschichte, ich weiß es nicht. Also, das weiß ich nicht. Wo? In Tršić, nicht. Tršić ist eine kleine Ortschaft, etwa 150 Kilometer von Belgrad, an der Grenze zu Bosnien-Herzegowina. Ja. Das ist, aber Tršić ist sehr bekannt, weil dort der größte serbische Sprachreformator geboren wurde, Vuk Karadžić. Und darum ist dieses kleine Dorf also sehr bekannt so in unserer Geschichte von dort. Ja. Und mich freut es riesig dann, dass auch meine Anwesenheit dort die Spuren, positiven Spuren hinterlassen hat. Hier ist ein Text, was Professor Marko Lajosic zu meinem Schaffen dort geschrieben hat. Wissen Sie, sowas kann man sich nicht bestellen. Also, das vermittelt man oder eben nicht, weil das ist die Sprache des Herzens. Und das ist vielleicht ein langer Text. Sie können das später finden an meiner Webseite, wenn jemand Sie möchte das genauer anschauen. Aber es ist eine Lobrede, auf jeden Fall. Und da waren wir in Bosnien-Herzegowina 2008 und auch in Liechtenstein im gleichen Jahr. Und thematisch haben wir dann diese zwei Länder verbunden. In Bosnien-Herzegowina haben wir nicht weit weg von kroatischer Grenze gearbeitet, etwas 100 Kilometer von Zagreb entfernt, so, in einem paradiesischen Ort. Sie haben so Una-Fluss, was sich später trifft mit dem Nationalpark Plitvice Seen in Kroatien. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein Begriff. Ja. Es ist wirklich ein paradiesischer Ort. Und dort hat das erste Mal auch meine Frau Rajka Polak, meine gebürtige Kroatin, gearbeitet. Seit dann sind wir zusammen. Also Spiralkanäle meinen es wirklich gut mit mir. Also. Und hier ist jetzt wiederum Meinung von meinem Kollegen Johannes Inama. Der ist Leiter von Küfer Magis Hus in Rukel. Das ist Ort in Liechtenstein, wo wir Spiralkanal realisiert haben. Er hat sich hier auch zum Projekt ausgedrückt. Da waren wir in Kroatien 2011. Wir haben in Vukovar gearbeitet. Und wer diese schreckliche Geschichte kennt, Vukovar ist an der Grenze, und das ist in Ostslawonien in Kroatien, an der Grenze zu Serbien und war im Krieg wirklich zum Boden gelegt. Und klar, also da sieht man noch diese Spuren und Reste von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und das ist wirklich überall spürbar. Aber wiederum,
bei unserem Schaffen dort, da haben sich Leute gesammelt. Gut, wir haben auch im Rahmen von einer Künstlerkolonie gearbeitet, da waren Künstler aus verschiedenen Ländern und auch Heimische. Heimische haben uns auch geholfen, dort zu arbeiten. Und das sind so zweierlei Gefühle. Also, wir haben eine positive, sicher positive Energie dort irgendwie geschaffen gemeinsam, aber das Rundherum war wirklich nicht so einfach zu spüren und zu sehen. Ja. Und 2013 haben wir gearbeitet in der Slowakei, in Slowenien und in Italien. Hier sehen Sie eine Situation, so sieht in etwa Originalwerk. Also ich grabe Spiralkanal von einem Nullpunkt und dann geht es tiefer, tiefer, tiefer. Und hier werden die Stecken, am kürzesten die Stecken werden dort, wo Kanal der tiefsten Punkt hat, und hier werden dann die längsten Stecken. Und so entsteht halt eine positive und eine negative Spirale, quasi symbolisch gesehen. Und das war einfach faszinierend, das war unterstützt von der Stadt Plovdiv, nicht Plovdiv, in Bulgarien, Prievidza. Prievidza ist etwa 150 Kilometer von Bratislava entfernt. Die Bürgermeisterin und die ganze Stadt stand dahinten. Sie haben das gesponsert. Aber der Künstlerkollege, den wir in Vukovar 2 Jahre zuvor kennengelernt haben, er hat das initiiert. Und so geht es immer wieder weiter. Ich und mein kleiner Sohn, damals war er kleiner als heute, war zehn, ja. Und da waren wir alleine, wir Männer zusammen, und ich habe ihm freie Räume geschaffen, er war mein privater Fotograf. Das war das erste Mal auch, weil wir nicht zusammenleben, das ist auch so eine private Geschichte wiederum. Das war das erste Mal für ihn, dass er mich als Künstler irgendwie wahrgenommen hat. Und ja, da passiert um uns herum passierte so viel, und irgendwie hat er das nicht bestens verstanden wiederum, aber ich glaube, das blieb. Weil ich und er, wir sind die einzigen Liechtensteiner, die im Goldenen Buch der Stadt uns ja, signieren durften. Sie haben auf uns gewartet mit Piano, Gesang, Opergesang, und das war so irgendwie großartiges, auch unerwartetes, das sind wunderschöne Momente, was so alles passiert. Und da waren etwa 100 Leute an der Präsentation. Stellen Sie sich mal vor, da haben wir mir zwei Herren geholfen, dort zu graben, weil es sehr, sehr schwierig war. Sie arbeiten normalerweise in Deutschland und sie haben Ferien gehabt dann in der Slowakei. Anstatt sie Bier mit ihren Freunden trinken, sie kommen mit mir Kanal graben und ihnen macht das Spaß, und es war sehr schwierig. Wissen Sie, also ich meine, und der Kollege, Künstlerkollege, hat mir erzählt, sie haben gefragt, ob sie uns helfen dürfen. Und es tut mir leid, wenn ich das in meinem Geburtsdorf machen würde, sie würden meinen, der spinnt schon wieder. Also, also vom Frieden, nein, oder? Und das war so in der Stadtmitte, als wir dort gearbeitet haben, und Leute liegen hier und dort, und manche blieben stehen und haben gefragt, was wird das, aber niemand hat sich irgendwie
ja, getraut. Niemand hat irgendwie was ausgesprochen, was irgendwie, irgendwie uns zeigte, dass das, was wir machen, eher Unsinn ist. Und hier in der Slowakei, weil der Kollege es verstanden hat, er kann auch auf dieser Basis etwas aufbauen, da gab es 2015 weitere Entwicklung davon, da gab es am 22. April ist der Tag der Mutter Erde, glaube ich, oder? Ich glaube es, ja. Und dann haben sie dort gefeiert, das, und heute sieht das wunderschön, das ist so wie ein kleiner Park. Sie haben dort Pflanzen gepflanzt und es wächst, es alles um das herum gedeiht und mit Gefühl von positiver Energie. Eben in Slowenien. Da gab es auch nach der Fertigung vom Projekt, da haben sie uns Kinder besucht, Schulkinder. Ein Künstlerkollege aus Kroatien hat eine Performance gemacht. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und diese drei Folgen haben wir unter dem Titel Mit Liebe zur Erde entwickelt. Und das war die Idee von meiner Gattin Rajka Poljak, die zuerst in Bosnien-Herzegowina mit mir gearbeitet hat, die auch eine Malerin ist. Apropos, selber hat auch Ausstellungen. Wir haben gemeinsam ausgestellt in Deutschland, in Frankreich, in der Schweiz und Ägypten. Genau. Ja, und dann waren wir wieder 2015 in Kroatien. Und letztes Jahr waren wir in Köln, in Deutschland. Ihr kennt Köln, glaube ich, sehr gut. Da gibt es eine. Da gibt es Odonien, das ist so etwas, sie nennen sich so Freistaat der Kunst. Da war ich geehrt, dass meine Kollegen aus Deutschland, aus den Staaten vorbeigekommen haben, persönlich und mitgearbeitet haben. Da war ein Kollege aus Deutschland, Tobias Kunze, der einen Film gemacht hat. Das werden wir später auch hören. Am Schluss gibt es einen Text. Das war wiederum in Kroatien 2014 noch. Ja, hatte ich jetzt Kontakten, Entschuldigung, hatte die Gewalt ist da im Wald. Sorry? Der Herr, der jetzt kommt, hat eine Entschuldigung, er hat die weiteste Anweise, kommt aus Wien. Ah! Okay. Nun herzlich willkommen. Wir haben einen Gast aus Wien. Ja, entschuldigt sich schon mal. Aber hallo. Aus Wien. Tja. Dem Erfolg von dieser Geschichte haben die Medien sehr beigetragen. Ich bin sehr, sehr gut unterstützt von. Hallo! Hey! Herzlich willkommen! Das ist schon toll. So schön. Eben natürlich die liechtensteinische Medien. Gut, das sind zwei Tage Zeitungen. Wir kennen uns alle halt. Und so, meine gute Freundin arbeiten auch dort und ja, das kann man nicht vergleichen natürlich, glaube ich, ja, das kann man mit nichts in Deutschland, denn diese... Naja, ich darf wohl hier bemerken. Genau. Ja, und dann gibt es so... auch so sporadische Aktionen, die dann selbstständig sich entwickeln.
wie zum Beispiel 2013, als wir in der Slowakei, Slowenien und Italien gearbeitet haben zum Thema to Earth with Love auf Deutsch. To Earth with Love, jetzt habe ich vorher... Erde mit Liebe. Liebe, wo habe ich das? Ich habe jetzt komplett... Ah, mit Liebe zur Erde. Da gibt es solche Beiträge. Mein Künstlerkollege aus Deutschland, aus Berlin, war in Gambia in dieser Zeit und da hatte eine Aktion am Strand gemacht, was mich wiederum fasziniert im Ganzen. Stellen Sie sich mal vor, er ging mit seiner Familie nach Gambia. Sie blieben, glaube ich, er und Frau blieben, glaube ich, 2 Jahre dort. Und eine von wichtigsten Sachen, die er mitgenommen hat an diesem Weg, ist ein kleinformatiges Kunstwerk, das ich ihm einmal geschenkt habe, als er in Liechtenstein war. Also für mich war das wirklich faszinierend, als ich das gesehen habe. Also das sind natürlich besondere Komplimente. Ja, und dann auch, wir sind an dieser energetischen Ebene, wenn wir arbeiten, verbunden mit vielen anderen Leuten. 2013, als er in Gambia so interveniert hat, wie gezeigt, in Serbien, wo wir also 2005 Spiralkanal realisiert haben. Sie haben 2013 auch mit dieser kleinen Aktion gezeigt, dass wir irgendwie zusammengehören, zusammenwirken. Hier in der Mitte ist der Professor Marko Lajušić mit seinem Sohn. Er ist Leiter von dieser Kunstkolonie in Serbien. Ja, und dann gab es auch noch Videobeiträge von Künstlerinnen aus Indonesien. Das ist eine Tochter und Mutter-Tochter. Sie sind alle beide sehr bekannte Künstlerinnen aus Yogyakarta in Indonesien. In Indonesien, in Yogyakarta war ich 2002, apropos, als ein von 5 Repräsentanten Liechtensteins im Kulturaustausch Liechtenstein-Indonesien. Genau. Yeah. Und interessant ist, jetzt im Landesmuseum haben wir eine Ausstellung von zeitgenössischer Kunst und aus Indonesien. Und ein von den ausgestellten Werken dort ist von Eko Nugroho. Und der hat 2002 in meiner Gruppe in Kunstakademie in Yogyakarta gearbeitet. Also, einfach klasse. Ich habe auch einen Text geschrieben, Spiralkanäle Hymne. Und 2013 hat eine Kollegin, eine Slowenin namens Erika Kralj, sie hat daraus Songs gemacht. Sie singt das auf Englisch, Slowenisch und Kroatisch. In Indonesien wiederum gibt es eine Band, sie haben das auch Bahasa und Javanesisch-Indonesisch auch gesungen. Das ist das, was ich sage, dass es gibt Vielschichtigkeit von dem Projekt, das ich selber nicht mehr kontrolliere, weil es geht gar nicht oder so. Ja, DVDs habe ich gemacht, es gibt Internetseite, es gibt ein Spiel auch von Spiralkanäle. Drin sind die Dokumentationen auch von ersten 5 Folgen. Also, genau. Und dann benutze ich manchmal die Motive des Spiralkanäle in ganz anderem Medium. Wie hier, das war ein Plakat, das in
Ich glaube, das war ausgestellt in USA. Aha, in den Staaten tatsächlich. Also, und dann auf diesem Plakat sind auch abgebildete Motive von verschiedenen Kollegen von mir. Das heißt, ich vermittle sie auch weiter mit Promote in dem Ganzen. Und natürlich, Energie geht nicht verloren, egal ob sie ein positives oder negatives Vorzeichen hat. Das war dann Schlusspräsentation in Liechtenstein von diesen drei Folgen in der Slowakei, in Slowenien und in Italien. Das ist die Erika Kral, die diese Songs gemacht hat. Wie gesagt, das ist meine Gattin. Das ist Johannes Sinama, Leiter von dem Kulturzentrum. Und das ist der Herr Präsident der Stiftung Liechtenstein. Sie haben uns dann auch finanziell sehr gut unterstützt. Ja, also ich muss sagen, ich möchte an dieser Stelle auch mich bedanken noch einmal bei der Stiftung. Für diese drei Folgen, da haben wir wirklich schönes Geld bekommen. Ohne das ging es auch nicht, aber das ist auch Zeichen, auch von dieser Seite, dass das Ganze doch dann gewisse Werte hat. Und natürlich ein besonderes Kompliment, nicht nur für mich, sondern alle Beteiligten, of course, natürlich. Ja, das sind die Jungs aus Indonesien, die das gecovert haben. Ja, und jetzt, wenn wir bei diesen Songs sind, da möchte ich euch gerne folgendes Film zeigen. Und da ist auch Text von diesen Spiralkanäle Hühne. Schauen wir mal, ob das funktioniert. YouTube ist stumm geschaltet. Jetzt kann ich mich damit nicht aufklicken. Also, ich habe kürzlich gesagt, der Tobias Kunze hat diesen Film gemacht. Vorhin hatten wir es. Ja, gut. Hier ist auch der Gadget. Sie müssen was unter. Nein. Ja, dort ist auch der Schaden. So, Entschuldigung. Also, es lohnt sich zu schauen. So, hier wird es. Also, das ist in Köln nächstes Jahr.
ist eine Art Geheimnis. Ich glaube daran. Unantastbar. 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 Dies ist ein endloser Weg. Ich weiß es. Realität ist nur eine Art Traum. Unwirkliche Momente und Fiktion. Doch die Wahrheit. Transparenz wurde wiedergeboren. Himmel, ohne Himmel. Inkarniert, aber sie kann fliehen. Spiralkanäle bringen mich zurück zur Quelle. Spiralkanäle bringen mich zurück zur Quelle. Sie helfen mir, alles aufzubauen. Mit einem neuen, außergewöhnlichen Anfang. War sehr inspiriert, glaube ich. Das war aufgenommen alles an diesem Ort, wo ich gearbeitet habe, in Odonien. Ein Ort wie im Märchen, was alles so dort zu finden ist. Es ist einfach irgendwie eine Abfallstelle, riesengroße Abfallstelle oder so, mit aber dort auch Kunstwerkstatt von einem Künstlerkollege, oder Rumpf, einem sehr bekannten Künstlerkollege. Und er arbeitet mit Schrottmaterialien. Warum diese alle Aufnahmen, die Sie gesehen haben, das war wirklich dort, die waren dort an Ort und Stelle aufgenommen. Ich habe dort 2 Wochen lang im Container gelebt. Es war alles so mystisch, es hat geregnet 2 Wochen lang. Also einfach super. Wie hieß denn der Ort in Estland? In Estland? Es ist etwa 40 Kilometer südlicher von Tartu Mooste. Mooste, M-O-O-S-T-E. Ich glaube, man liest das Mooste. Ja, und jetzt haben wir hier am Schluss noch ein paar Beiträge von meinen Kolleginnen und Kollegen zum Thema Chaos in und rundherum. Das ist eigentlich das Thema, mit dem wir in diesem Jahr arbeiten. Und zuerst habe ich auch so etwas in St. Gallen im Rahmen meiner Ausstellung in diesem Jahr schon gezeigt, und das ist die 2. Folge. Ob die 3. in diesem Jahr kommt, das wissen wir noch. Das muss irgendwie von sich selbst quasi entstehen. Also ich forciere nie etwas. Man kann auch nicht Spirale forcieren, weil dann schmeiße ich hinten, ganz weit weg hinten. Ich zeige euch nur noch ein paar Beiträge. Das ist von Kollegin Renate Lenz aus Deutschland, aus Köln. Wenn ich Ihnen auch noch einen Text von ihr vortragen darf. Sie beschäftigt sich viel mit Bibel. Sie kennen Bibel,
auswendig und sie, ich glaube, sie lebte danach. Und das war auch ihr Beitrag. Sie schreibt, ich empfinde kein inneres Chaos, Gott sei Dank. Als Tohu Wabohu begegnet uns der Begriff in Anlehnung an Mose und die Erde war wüst, Entschuldigung. Und die Erde war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und das Chaos um mich herum, ist nicht auch unsere Erde verwüstet und die Menschen oft innerlich leer und ziellos? Wie stehe ich als Einzelwesen dem gegenüber? Sie zitiert wieder Lukas. Aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm: Entlass das Volk, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und einkehren und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Oder sollen wir hingehen und für dieses ganze Volk Speise kaufen? Mein persönliches Fazit: Da hat einer auf seine Brote und Fische verzichtet und indem er sie einem Größeren zur Verfügung gestellt hat, wurden Tausende satt. Für mich eine wichtige Erkenntnis, meinen Kleinkram nicht krampfhaft für mich zu behalten. Es könnte für andere zum Segen sein. Und immerhin, der Besitzer der 5 Brote und 2 Fische war ja auch mit gesättigt worden. Das Gute vielleicht auch in dem Projekt ist, alle Beiträge werden immer natürlich willkommen. Es wird nie irgendwelche Zensuren oder irgendetwas geben. Alle, die sich mit dieser, ja, mittlerweile auch Bewegung quasi identifizieren, sind immer recht herzlich willkommen. Darum ist auch diese Palette der Beiträge inhaltlich auch sehr, sehr verschieden. Das ist Beitrag vom Kollege aus Berlin, der in Gambia war. Er steht sehr kritisch gegenüber halt, ja, diesem Gier nach Geld und materiellen Werten. Und noch mehr produzieren und mehr zu Werk werfen und halt, ja, Kriege dafür auch führen. Das ist ein Beitrag von dem Kollegen aus Kroatien. Er schrieb dazu: Nichts hat einen Sinn im Chaos, aber das ist dann auch der Sinn des Chaoses. Was wiederum heißt, dass alles einen Sinn hat, weil alles Teil vom Chaos ist. Obwohl gerade das dann überhaupt keinen Sinn mehr hat. Was bedeutet, dass es ein echter Chaos ist? Vielleicht können wir sogar damit. Beendet. Das, wir haben auch Beitrag aus Argentinien. Das ist das erste Mal, dass ich einen Beitrag aus Argentinien bekommen habe. Aus Serbien 3 Beiträge von Daniela Odabasic. Das ist ein sehr bekannter Künstler und Grafikdesigner aus Vereinigtem Königreich. Lebt aber auf Zypern. Andreas Tomlin, also das ist jetzt für mich persönlich ein
ja, ein Kompliment. Mich freut es riesig, dass dabei auch Leute sind, quasi weniger bekannt oder kaum bekannt, aber sie identifizieren sich einfach in der Geschichte. Und dabei sind aber auch die Menschen, die sagen könnten, also bitte, was soll es denn nicht, also das brauche ich nicht, auf keinen Fall nicht. Aber sie sind dann auch gerne dabei. Das ist die Kollegin Judith Schüler aus Deutschland. Und das ist ein junger Mann. Mann dort in der Sonne. Sonne dort steht. Aber ich habe das von einem jungen Mann bekommen aus den Staaten, aus Virginia. Ja. Das ist in etwa, was ich mir vorgestellt habe. Weil das Thema Chaos ist, ich habe das auch chaotisch ein bisschen dargestellt, vermutlich. Vielleicht könnt ihr etwas mit nach Hause nehmen, wenn nicht, ist auch okay. Sie können mich natürlich auch gerne Fragen stellen. Ja, wir machen auch gute Schuhe. Ich meine, sagen wir mal, das hier, ich